Babes. Hey Leute. Wir gehen jetzt einkaufen ins Kaufland, weil bei uns ist alles leer. Aber wenn wir leer sagen, dann meinen wir wirklich richtig leer. Und ja, wir gehen jetzt einkaufen. Natürlich wieder ins Kaufland, wo sonst. Und jetzt gehen wir unser Auto holen, dann fahren wir los und nehmen euch mit zu unserem Großfamilieneinkauf für 2 Personen. Doch Leute, heute muss mal wirklich wieder richtig der Schrank gefüllt werden. Heute wird ausgegeben. Ich liebe volle Schränke und ich hasse es, wenn es leer ist. Und momentan mache ich ja Diät, also ich bin am Abnehmen und deswegen nehmen wir da immer ein bisschen Rücksicht drauf und packen nicht alles so voll. Hast du den Autoschlüssel mitgenommen? Ja. Und packen nicht alles so voll in den Schränken. Und heute machen wir es aber, weil ich muss auch so Disziplin haben, auch wenn die Schränke voll sind. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. So Leute, guck mal, wer da ist. Sarah, Manu, die Gang ist wieder komplett. Jetzt gehen wir einkaufen. Sarahs kleine Cousine ist auch dabei heute. Und hier ist mein Baby. Mein Baby. Mein Mann. Mein Stolz. Mein Ein und Alles. Der schönste Mann der Welt. Der schönste, treueste, loyalste. Beste, knuddeligste, süßeste. Kann ich nur zurückgeben, mein Leben. Leute, ich muss mal hier ein bisschen das kühle Licht einstellen. Boah, ich hatte gerade so einen Schock, wo ich dachte, Akku ist leer. Rechts an der Ecke. Nein, kein Akku leer. Leute, auf jeden Fall, wir gehen jetzt ins Kaufland. Wie schon gesagt, wir sind jetzt da und machen einen coolen Einkauf für euch. Nur für euch. So, Leute. Wir sind jetzt schon mitten beim Einkaufen und ich sehe hier gerade meine Lieblinge. Apfelinos! Ich liebe diese Apfelteile. Ja, die habe ich auch noch zu Hause. Aber letztes Mal, jemand, ich will das nicht. Ja, ich. Aber da ist ja wieder Banane. Das sind die einzigen, die nur Apfel sind, ne? Ja. Ah, ich finde Banane auch lecker. Das finde ich voll geil. Nee, Leute, wir nehmen nur Apfel. Lisa, kennst du das? Ja, möchte gern Magic Mac, Alter, richtige Verarsche. Magic Mac. Leute, wir sind hier bei den Suppen jetzt. Könnt ihr da beim Türken auch Suppen? Ja, ich hab denen gesagt, die sollen zum Türken auch einkaufen gehen. Ihr müsst beim Türken einkaufen. Ja, wir wollen ja noch auf diesen Markt gehen. Ja, Mann. Jede Woche oder ist das nur ab jeden Tag? Nein, er meint Pazar. Ist nur dienstags. Weil es ist ganz groß und du alles brauchst. Ja, genau, er meint Pazar, den Markt draußen, auf der Straße. Das ist einmal in der Woche lieber. Donnerstag oder Dienstag, ne? Genau. Ist das besser, wie der Markt, was du drin ist? Ja, ich finde. Nein? Ja, da, bei den Türken findest du auch genau die Sachen, die da verkauft werden. Ich weiß nicht warum, aber unser Korb füllt und füllt sich einfach nicht. Ich kann euch auch sagen, warum. Ja, komm, wir gehen jetzt mal einfach mal ein bisschen einkaufen. Hier. Weil Lou sich nur um Sinnloses kümmert. Nur um Sinnloses, Leute. Haferflocken. Kellogs? Ja, lass mal zu den Kellogs gehen. So, wir gehen jetzt zu Kellogs. 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 Unicorn. Nee, irgendwas Leckeres. Leute, ich mag diese ganz normalen Crunchy Nuts richtig krass. Crunchy Nuts, hier. Die haben jetzt die sind so lecker. Die haben jetzt eine andere Verpackung. This one. Leute, die mit richtig kalter Milch. Lou, Leute, jetzt mal in die Kommentare, ihr seid gefragt. Ich mag Kellogg's nur, ausschließlich mit eiskalter Milch. Lou macht die sogar in die Mikrowelle, weil er es warm will. Er will warme Milch zu den Kellogg's. Wie esst ihr eure Kellogg's? Kalte oder warme Milch? Leute, bitte Team Lisha, kalte Milch, weil mit warmer geht's doch gar nicht. Das ist doch danach voll die Gülle. Einfach so ein Brei. Gülle, Gülle. Güle güle. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz.
Benim adım Lisha. Sen kimsin canım? Lisha? Yok, ısmırtmam. Hadi sen kimsin? Benim adım Luhan. Senin adın kim? Senin adın kim? Ja, man, du bist Ach, gut geworden, Söhne. Scheiße. Du bist richtig geworden. Naja, aber du. Gut geworden. Du bist ja nicht zu 100% jetzt. Mach mir einen auf Redman, Alter. Nino, bleib mal stehen. Kann ich mit einem Stoß dich berühren? Ja, klar. Guckt, hier sind am Brot schneiden die Bauern. Ist das auch am Start? Hier. Toastbrot schmeckt, wenn ich da einfach Milky Way drauflege. Ja, Leute, jetzt sind wir am Shoppen. Apropos, ich brauche diesen Zitronentee, weil ich bin ja jetzt in der Diätphase und mit Shape nehme ich zwar sehr, sehr gut ab, aber nebenbei muss ich auch sehr viel trinken. Deswegen hole ich mir mal diesen Zitronentee. Damit verliere ich wirklich sehr, sehr gut Wasser. Und ja. Ja, Mann. Ich mach das jetzt von vorne. So Leute, ich bin ja jetzt in der Diätphase mit Lisha und wir müssen sehr, sehr viel trinken. Deswegen hole ich mir mal diesen Zitronentee hier. Der ist wirklich richtig, richtig gut zum Entwässern. Mit Shape habe ich jetzt richtig gut abgenommen. Und aber nebenbei musst du ja trotzdem Wasser oder so trinken. Deswegen Zitronentee ist wirklich richtig killer. So, Silly. Ovomaltin. Willst du haben, Silly? Crunchy? Ja, ist überlecker. Willst du es wirklich haben? Nee, beim Türken gibt es einen Aufstrich, das ist Haselnuss. Boah, Digga. Die ist Killer, Digga. Nein. Die ist leckerer als alles andere. Ey, apropos Frühstück. Ich brauche Honig und das Brot gibt es nicht, was wir da gegessen haben. Honig hat sich halt nicht mehr gesehen. Boah, das war so geil, Mann. Das war so lecker. Ja, es schmeckt, sonst ist es so wie Gummis. Aronik ist hier, du. Beste, Mann. Ich nehme es für Gummis, die Gummis, die Gummis. Nein, Mann. Aber weißt du, was nimmst du für deine Gummis? Nein. Doch, nimm es für deine. Nein, das ist doch für Kinder. Na, aber die spielen damit. Guck mal. Die haben letztes Jahr schon eins bekommen und ja, kaputt gemacht. Richtig süß. Welchen Honig soll ich nehmen? Molly, Molly, kipp mir deine Scholli. So Leute, wir haben wieder was Cooles gefunden. Lu hat's gefunden, guckt mal. Heiße Schokolade macht man sich, entweder Bounty oder Milky Way. Ich hätte Milky Way genommen, aber er wollte Bounty. Und ich glaube, wenn es heiß ist und Kokosgeschmack drin ist, ist es überkrass. Bounty wird schon killer. Bounty ist schon richtig geil. Weiße Schokolade. Oh shit. Boah. Leute, wir sagen aber immer krass und so, holen das die, gar nicht. Trinken die einmal und dann steht es einfach im Schrank. Einfach so. Okay, was wir jetzt brauchen, was ganz, ganz wichtig ist, ist Kaffeeweißer, weil damit machen wir immer unser Kaffee zusammen, damit schmeckt es immer am krassesten. Leute, damit wird der Kaffee so cremig. Das wusste ich damals nicht. Ich habe ohne getrunken, dank Lisha weiß ich das jetzt. Schmeckt wirklich viel, viel besser. So Leute, wir sind jetzt beim Belag. Jetzt kaufen wir ein bisschen Wurst und Käse und so für unsere Brote. Wir brauchen Wurst. Und man Leute, ich kaufe mir immer Geflügelwürste, aber dann esse ich sie nie auf. Das ist richtig schade drum. So Leute, wir sind in meinem Lieblingsgang. Ich liebe Dusch- und Pflegeprodukte so sehr. Wo ist mein Zeug? Wo ist mein Zeug? Oh, wie schön sind die denn? Leute, die würde ich mir holen, einfach nur als Deko, weil sie so schön sind. Voll hübsche Verpackung, war Sarah? Ja, Mann, die habe ich in Serbien entdeckt vor ein paar Jahren. Die gibt es da bei DM zu kaufen. Boah, das riecht aber krank. Das nehme ich einmal mit. Tütütüt. Leute, es riecht richtig lecker. Rein da. Unser Wagen ist schon ziemlich voll. Ziemlich voll. Hey, guck mal, jetzt gibt's ja auch alle die Kaffee-Spiele noch im Supermarkt. Ja, Mann, die faken doch alles. Ja, Leute, Hello Buddy ist und bleibt die Nummer 1. Ist alles fake hier. Ich mag auch diese Duschschäume voll krass. Wo
Wo ist denn mein Lieblingsduschzeug? Da unten. Hier! Da! Leute, es riecht so lecker und sauber. Ich liebe es. Quasi gut, 30 Tintenfische. Leute, guck mal, was sie essen will. Aber so wie es gerade aussah, überlegt sie es sich noch. Sind die okay? Perfekt, aber die noch besser, pikant. Ja, das sind die hier, gell? Oder? Und wir haben, Silly, pikant ist perfekt. Okay, das ist cool. Scharf. Also die das ist auch, guck mal, Tomatenstück scharf. Nimm eine von denen und eine von den pikanten. Ja? Ja. Wir machen ja kurz. Ey, Sarah, ich muss euch mal einmal Pizza machen. Ich mache die leckerste Pizza der Welt. Ich schwöre, du wirst sterben. Ich habe ein Video von denen gesehen, wie die Pizza gemacht haben. Das Video ist so krank abgegangen bei euch. Ja, Mann. Vor 3 Jahren war das. Ihr müsst sie einmal essen. Ja, aber lass doch heute bei uns machen. Können wir heute machen? Ja? Ja, klar. Ich habe alles gekauft. Ich habe auch alles gekauft dafür. Paprika, hier, guck mal hier. Das hier. Machst du den Teig selber oder machst du... Na, ich habe immer selber gemacht, aber dann habe ich gemerkt, dass der fertige 1000-mal besser schmeckt und richtig dünn ist. Ja. So, Leute. Alles voll. Jetzt ist es Zeit, alles hier raufzupacken und zu bezahlen. Baby! Ich glaube, wir haben gut eingekauft. So, Leute, wir sind jetzt fertig. Jetzt kommt der dumme Part von allem. Nee, der Schlimmste ist nachher zu Hause einzuräumen. Oh Mann, stimmt. Schlimmer geht's immer. Aber ich finde das auch schon nervig, hier einzuräumen. Aber zu Hause dann richtig... Ah, okay, das fuckt schon richtig ab. Das, was wir für die Pizza brauchen, packe ich extra, ja? Okay. Mit dem Rucksack am besten, weil wir das ja eh mitnehmen zu Sarah. Ja, genau. Leute, wir machen gleich Pizza. Ihr wisst ja, Lichas Pizza ist legendär. Und da werde ich mir... Heute habe ich wirklich kaum was gegessen. Ich freue mich so auf die Pizza. Aber heute werde ich mir die Kante geben. Mit der Pizza. Okay, lecker, talkie. Brombeeren sind so lecker. Wir haben wirklich... Silly! So, Leute, wir sind fertig. So sieht unser Wagen aus. Und wir bringen jetzt erstmal alles nach Hause. Und dann gehen wir zu Sarah Pizza machen. Pizza, Leute, Pizza. Leute, ein voller Kühlschrank muss aber wirklich immer sein, weil es muss einfach, weil ihr habt immer Hunger. Und wenn man Sport macht, wirklich jede 2-3 Stunden nach essen. Fitness hat man so Hunger. Und wenn man dann kein Essen hat, wird man richtig aggressiv. Silly, warte mal, ich will, dass sie sich da alle verpieseln erstmal. Guck mal, Leute, Proteinshake. Lou needs protein. So, Leute, ab geht's nach Hause. Ab geht's hell.